Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Part hier bei Disney Dreamlight Valley. Und es war tatsächlich so, wie ich es mir gedacht habe, es war das Schloss da hinten gemeint, mit, dass ich mit dem Biest ein Bild machen muss. Also von daher habe ich die Bilder jetzt auch abgeschlossen mit ihm. So, dann habe ich diese Summen mal weg. Gut, dann sprechen wir mal mit ihm, was er zu sagen hat. Du hast toll für die Fotos posiert. Du siehst umwerfend darauf aus. Ich sehe aus wie das, was ich bin. Haben die anderen Dorfbewohner gestarrt? Ich hatte das Gefühl, sie haben mich angestarrt. Nein, das hast du dir nur eingebildet. Glaubst du, dass das wahr ist? Ja, das glaube ich. Danke, dass du versuchst zu helfen. Es ist schwieriger, mit Leuten zu reden, wenn Lumiere und Herr von Unruh mich nicht beraten. Schau mich einfach an. Ich sehe eine Person mit einem großen Herzen. Ist das eine Anspielung auf meine Größe? Nein. Da du deine üblichen Berater nicht hast, kann ich dir von den anderen Dorfbewohnern einen Rat geben. Was hältst du davon? Ich weiß nicht. Wie könnten mir die anderen helfen, Bell zu verstehen oder... Vertrau mir, sie wären mehr als glücklich, einem anderen Dorfbewohner zu helfen. Ich denke, das ist möglich. Warum versuchen wir es nicht mit Mickey? Minnie und er haben eine wirklich gute Beziehung, unterstützen sich aber auch gegenseitig beim Verfolgen der eigenen Interessen. Minnie war eine Zeit lang in einer ganz anderen Dimension, aber es geht ihnen immer noch gut. Mickey ist ziemlich klein. Meinst du nicht, er wird sich vor mir fürchten? Niemals. Mickey ist wirklich nett. Er wird sich riesig freuen, wenn er dir helfen kann. Und was ist mit Mirabelle? Sie kommt aus einer ziemlich großen Familie. Ich wette, sie kann dir sagen, was bei ihnen funktioniert. Ich verstehe nicht, wie das helfen soll, aber ich möchte es versuchen. Gut. Befrage die Dorfbewohner über Beziehungen. Zuerst mal Mickey und dann Mirabelle. Ah, okay, dann erst Mirabelle. Aha. Mirabelle, könnte ich dich um deine Meinung fragen? Natürlich, was ist los? Das Biest versucht an der Beziehung mit Belle zu arbeiten. Da du mir gesagt hast, dass es so viele gute Beziehungen in der Familie mit Ragall gibt, dachte ich, könnten wir dich fragen, womit man eine Romanze lebendig hält. Wow, ich schätze, ich habe noch nie darüber nachgedacht. Meine Eltern, Julietta und Augustin, haben eine fantastische Beziehung. Das ist so süß. Das sind sie wirklich. Sie sind schon seit einer Ewigkeit zusammen und es ist ganz klar, dass sie einander extrem lieben. Was hilft ihnen, den Funken am Glühen zu halten? Ganz eindeutig Essen. Oh, deine Mutter macht magisches Essen, nicht wahr? Ja. Genau, sie kann Leute mit ihrem Essen heilen. Aber auch wenn niemand verletzt ist, ist ihr Essen einfach nur fantastisch. Manchmal beißt Papi ein Bissen von Bissen einer Arepa ab und schmilzt dahin. Ich glaube, ihre Liebe zueinander macht das Essen nur noch besser. Hilft das? Oh ja, danke Mirabelle. Okay, damit haben wir sie. Jetzt gucken wir mal, hoffentlich schläft Mickey nicht. Mickey. Okay, da oben ist er nicht. Er muss dann irgendwo damit rumgondeln. Eventuell, oh Gott, die sind jetzt alle hier an einem Flecken, ne? Nee, weil da unten habe ich ihn jetzt nirgends gesehen. Nee, da oben auch nicht. Da läuft Goofy. In seinem Haus ist er auch nicht. Wo ist Mickey? Ist er vielleicht hier drin? Und ich habe ihn nicht gesehen. Ansonsten schauen wir in ein Restaurant. Sonst sitzt er wahrscheinlich an irgendeinem Tisch. Nee. Donald? Nö, auch da nicht. Dann habe ich ihn außen irgendwo übersehen. Jetzt muss ich mal langsam den Stein da wegmachen. Ich laufe schon den letzten drei Parts ständig da dagegen hier. So, schauen wir nochmal drauf. Ah, da ist er. So, bleib da. Oh, ich freue mich so. Mickey, ich habe mich gefragt, ob du mir und dem Biest bei etwas helfen könntest. Sicher, ich helfe gerne. Was hast du auf dem Herzen? Also, das Biest versucht an der Beziehung mit Belle zu arbeiten. Könntest du uns einige Tipps geben, wie Minnie und du eure Beziehung so eng haltet? Euch aber gleichzeitig genug Raum gebt, damit jeder sich selbst treu bleibt? Wow, das ist eine gute Frage. Eine Sache, die wir oft machen, ist, dass wir uns abends verabreden, damit wir zusammen sein können. Nur wir beide. Oh, der klassische Ausgeabend. Yep,
wenn wir eine Woche haben, in der wir nicht viel zusammen unternehmen konnten, stellen wir sicher, dass wir uns treffen und uns erzählen, was wir so gemacht haben. Wir sind schon lange ein Paar, aber wir wollen immer wieder neue Dinge übereinander lernen. Danke, Mickey. Das ist ein toller Ratschlag für das Biest. Immer doch. Okay, dann. Biest? Okay, ich habe ein paar tolle Vorschläge von Mickey und Mirabelle bekommen. Ich weiß nicht. Belle ist nicht irgendjemand. Werden ihre Vorschläge für sie sinnvoll sein? Okay, das ist hinreißend romantisch. Das habe ich nicht... vergiss es. Sag mir einfach, was Mickey und Mirabelle gesagt haben. Mickey meinte, Minnie und er verabreden sich, um gemeinsam Abende zu verbringen und einander immer besser kennenzulernen. Was ist eine wirklich gute Idee? Kannst du mal aufhören zu quatschen? Danke. Das ist eine wirklich gute Idee. Mirabelle hat gesagt, dass es Personen zusammenbringt, wenn man sein Essen teilt. Wieso kombinieren wir nicht diese Ideen? Ich möchte Bell nahe sein. Na gut, ich werde es versuchen. Du wirst sehen, dass alles okay wird. Der erste Schritt ist, dass wir zu Herrn Duck gehen. Wir müssen sicherstellen, dass alles, was wir als Dekoration haben, eine romantische Stimmung erzeugt. Okay, das heißt, einmal zu Ducky. Bestelle romantische Tisch zum Abendessen. Jawohl, das machen wir doch. Da ist er. Nein, da ist er nicht da. Da kommt er. So, romantischer Tisch zum Abendessen. So, Möbel. Anfrage. Das da für 5000. Na doll. Auf Wiedersehen. So, setz dich mit dem Biest wegen dem romantischen Date in Verbindung. Jawohl. Geben. Biest, ich habe einige Einrichtungsgegenstände. Wir sind auf dem besten Weg, Belle einen magischen Abend zu bescheren. Ich weiß nicht, Bobette, was ist, wenn das keine gute Idee ist? Willst du damit sagen, ich hätte schlechte Ideen? Nein, es ist meine Schuld, dass ich dem zugestimmt habe. Und wenn Belle schon etwas geplant hat? Was ist, wenn ihr das Essen nicht schmeckt? Was ist, wenn sich geändert hat, seitdem wir hier sind? Sie hat neue Dinge gelernt, neue Träume entdeckt, während ich immer noch ich bin. Biest, du drehst dich im Kreis. Liegt dir etwas an Belle? Natürlich. Dann lade sie einfach zum Essen ein. Wenn sie will, wird sie kommen. Ich denke, das ergibt Sinn. Noch eine letzte Frage. Wo sollen wir das aufstellen? Bitte hilf mir. Da muss ich mal drüber nachdenken. Es gibt so viele Möglichkeiten im Tal. Vielleicht irgendwo im Freien? Irgendwo, wo wir auf den Horizont blicken und über unsere gemeinsame Zeit nachdenken können, wie unsere Zukunft aussehen könnte. Jetzt denkst du mit deinem Herzen. Jetzt geh dich frisch machen, kämm dein Fell und versuch dich zu entspannen, bis es soweit ist, okay? Nun, welche Gerichte mag Belle besonders gern? Und ja, ich kenne ein paar Gerichte, um deren Zubereitung Belle meinen Küchenchef oft gebeten hat. Hier sind die Rezepte. Für manche muss man Besteck benutzen, was mir schwerfällt. Aber ich will es versuchen. Diese Rezepte sind perfekt für eine Verabredung zum Essen. Mach dir keine Sorgen wegen der Zubereitung. Ich sorge dafür, dass alles vorbereitet ist, wenn du dich mit Belle triffst. Wenn das Wetter es zulässt, können wir uns am Abend wieder draußen treffen. Also gut, ich werde gehen und machen, was du vorgeschlagen hast. Ich versuche, mich zu entspannen. Danke. Ja, bitte. So. Gemüsesuppe. Nudeln mit Meeresfrüchten, koche graues Zeug, warte bis nach Sonnenuntergang in eine Nacht mit Sternen, klarem Himmel. Ernsthaft? Oh meine Güte. Zeit können wir ja leider nicht vordrehen, ne? So. Nee, was willst du da? Da kannst du nicht kochen. Hier musst du kochen. Also, machen wir mal, das erinnere ich mich gerade, das graue Zeug zweimal. Automatisch füllen. Achso, ist das ja auch markiert, ne? So. Dann, Moment, nächstes Rezept. Da haben wir's, die Gemüsesuppe. Gut. Und dann bei den Hauptgerichten. Wo bist du? Wo bist du?
Ja. Nix, warte mal, ich habe doch irgendwie ein Kochbuch bekommen. Nudeln mit Meeresfrüchten. Aber die sollte ich doch schon kennen, oder? Aber ist egal, ich muss sowieso die Bücher rausbekommen, also machen wir das schnell. Nein? Gut. Ups. Dann einmal Nudeln mit Meeresfrüchten. KLM. Nudeln mit Meeresfrüchten. Hier. Okay, das kannte ich schon, weil sonst wäre da gestanden neues Rezept. So, damit haben wir das alles. So. Ja, ja, das habe ich gemacht. Warte bis Sonnenuntergang. Tja, jetzt ist natürlich die Frage, wann, ne? Oder haut es vielleicht doch hin? Was habe ich hier fertig? Ah ja, okay. Einstellungen, Grafiken. Dann mache ich jetzt mal, keine Ahnung, 8 Stunden voraus. Oh, da gibt es sogar ein Dingsbumszeichen. Aber ich glaube, das hat nichts damit zu tun. Das ist doof. Das ist doof. Das ist wahrscheinlich wieder ab 18 Uhr oder irgend sowas. So, ich wollte jetzt eigentlich heute nicht auf Ursula gehen, aber okay. Dann gehen wir halt auf Ursula. Dann habe ich Pech gehabt. Dann gehe ich jetzt aber hier wieder zurück. Und wir schauen mal, wo Ursula sich rumtreibt. Jetzt kann ich wieder die Map nicht zoomen. Ne, die Map kann ich nicht zoomen. Ah, verdammt. Okay, wo bist du? Bist du im Restaurant? Bist du vielleicht hier oben irgendwo? Bist du unten? Bei deinem Häusle? Nee, bist du nicht. Nee, dann kann sie eigentlich nur hier irgendwo sein. Nee. Da haben wir das Biest. Ich muss wahrscheinlich wieder irgendwo reingehen. Ah, warte, ich gehe einfach mal bei Goofy rein. Einmal rein und kurz wieder raus. Ich kann immer noch nicht zoomen. So was Dummes. Okay, da ist er nicht. Da ist Vanellope, da ist Stitch. Da haben wir sie. Mein liebes, süßes Kindchen, ich brauche deine Hilfe. Ja, ja. alles ist bereit. Dieser Teil ist ganz einfach. Nimm dieses verzauberte Mikrofon und platziere es auf der Lichtung des Vertrauens. Ich werde den Zauber dort vollenden und keiner meiner Background-Sänger wird jemals wieder Lampenfieber haben. Okay, großartig. Ich finde es toll, dass du keine lästigen Fragen stellst. Platziere dieses verzauberte Mikrofon auf der Lichtung des Vertrauens und du wirst selbst sehen, was ich meine. Okay. Dankeschön. Na, da bin ich ja mal gespannt. Da bin ich ja gespannt. Auf der Lichtung des Vertrauens. Wo mache ich denn das hin? Irgendwie hier am besten, oder? So, hier mit dem Blick. Ja, mit dem Blick dahinter wird's. Oh, jetzt weiß ich natürlich wieder mal nicht, in welche Richtung, ne? Oder? Sieht man das irgendwo? Ja gut, ich denke, das ist schon so ausgerichtet, dass es jetzt dann in die richtige Richtung zeigt. Machen wir es mal daher. Und? Okay. Sind vergiftet. Und was ist jetzt?
Oh, was ist gerade passiert? Sprich mit diesen Dorfbewohnern. Mirabel, Chris und Mirabel, bleib da, dass du mir jetzt nicht davonrennst. Irgendwie, das stimmt nicht. Ursulas Verzauberung. Während ich sang, konnte ich fühlen, wie meine Stimme schwindet. Aber ich kann immer noch sprechen, es sei denn... Schnell, versuch etwas zu singen, um sie zu testen. Okay. Oh nein, ich schaffe es nicht, einen einzigen Ton zu singen. Mach dir keine Sorgen, Mirabel, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Sie hat sie verzaubert, die dumme Hexe. Hallo. Der Auftritt mit Ursula, ich fühle mich irgendwie seltsam. Also keine Panik, aber ich glaube, Ursula hat deine Gesangsstimme gestohlen. Was? Das ist unmöglich. Ich kann nicht. Sie hat meine Gesangsstimme gestohlen. Oh nein. Mein Freund Sven wird ziemlich sauer sein, er liebt unsere Duette, aber hey, es hätte auch schlimmer kommen können. Ich kann immer noch Musik machen. Mach dir keine Sorgen, ich werde der Sache auf den Grund gehen. Mach's gut. So, und dann noch mit Mutter Gothel. Die muss doch dann auch da gewesen sein. Och, wo ist denn jetzt die? Jetzt kann ich wenigstens wieder zoomen hier. Mutter, wo bist du? Bin ich wirklich so blind oder manchmal sehe ich die Charaktere nicht auf der Karte? Ich sehe die jetzt gerade nirgends wieder mal. Okay, ich mache so. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Vielleicht ist sie ja bei sich drin. Das wird nur nicht angezeigt. Ist er nicht? Dann gehen wir eh gleich wieder raus. Ah, doch, sie war bei sich drin. Alles klar. Was für ein Vergnügen. Diese intrigante, untalentierte Meerhexe. Das war alles eine Falle. Ich schwöre, sie hat mir etwas weggenommen. Aber was es ist, was hat sie weggenommen? Deine Gesangsstimme. Mimi. Sie ist weg. Meine wunderschöne Stimme. Oh, das werde ich ihr heimzahlen. Bitte nicht, das wird alles nur noch schlimmer machen. Ich bringe deine Stimme zurück, das verspreche ich dir. Tata. Ja, tata. Kehre zur Ursula zurück, dann schauen wir mal, wo die Meerhexe sich jetzt rumtreibt. Diese falsche Schlange. Jetzt finde ich Ursula wieder nicht, ne? Doch, da ist sie. Oh, gleich mal die Kugel aufsammeln. Da oben rennt sie rum. Oh, Seeherzchen, wir müssen reden. Sieh mich nur an. Lediglich ein Schatten meiner selbst. Ja, im Grunde schon. Ihre Gesichter, als der Zauber funktionierte, das war unbezahlbar. Warum würdest du das tun? Ich brauche Unterstützung für die Stimme. Nur die Stimmen. Es ist nicht nötig, dass Sänger dabei sind und möglicherweise die Show stehlen. Du musst das in Ordnung bringen, Ursula. Wie konntest du nur? Wir haben dir alle die Daumen gedrückt. Ich dachte, du wolltest dem Tal helfen, nicht Leute verfluchen. Wenn es dich wirklich so sehr stört, okay. Da du darauf bestehst, werde ich ihnen ihre Stimme zurückgeben. Aber es wird einige Zeit dauern. Der erste Zauber war anstrengend. Komm in einer Stunde zu mir und wir lassen deine kleinen Freunde wieder trällern. So ein gutes, braves Kind. So eine dumme Hexe, oder? Übelst, ehrlich. Deshalb habe ich immer noch nicht rausgefunden. Obwohl die Reliquien des Vergessens, das könnte sogar sein, dass ich die schon habe. Es schreibt ja leider nur keiner in die Kommentare, dass eventuell das schon der Fall wäre. Von daher, Moment. Zack. Schauen wir mal, ich habe nämlich da drin in der Kiste noch Sachen. Märchenbuch des Vergessens und die Zeichnung des Vergessens. Vielleicht ist es das, was ich brauche. Okay, ich habe zwei Reliquien des Vergessens, aber es fehlen die anderen zwei noch, ne? Und ich habe sonst weiter nichts. Das da ist fürs Abendessen. Puh. Okay, dann lasse ich die jetzt da drin. Das sind mir dann nämlich auch zu doof. Dann schaue ich mal, dass ich ein bisschen die Sachen verräume, die wir da noch so haben. Topaz. Mein Nachbar jodelt wieder. Ich hoffe, ihr hört es immer nicht. Die Großen.
Die sind voll, die großen. Dann haben wir hier, die sind voll. Bartfaden, Springkraut, Kresse. Okay, machen wir erst mal die Stöcke. So. Jetzt mal die Stöcke hier raus. Dann die Steine. Ansonsten ne. Muss ja auch immer wieder mal sein, ne? Ansonsten schleppe ich das Zeug immer Ewigkeiten rum. Nochmal Schneebälle. Die werden wahrscheinlich bald neuen Platz brauchen. Dann können wir das Gold raus tun. Oh Moment, ich habe die glänzenden Smaragde vergessen. Aber jetzt machen wir es dann hier weiter. Goldeisen. Halt. Die Früchte. Dann haben wir die Blumen hier noch. Springkraut, Bartfaden. Okay, Bartfaden ist hier. Springkraut ist hier. Und Kresse ist da. Wenn ich den schon in der Hand habe, die Schaufel, ne, mache ich das da auch gleich nochmal. Na, du pfeifst mich an. So schick schaue ich doch gar nicht aus jetzt. In dem komischen Gewand. So. Oh, da habe ich tatsächlich schon die großen voll. Nicht schlecht. Okay, dann haben wir das. Dann würde ich gerne jetzt mal meine Klamotten wieder ändern. Ich möchte wieder... Ja, genau. Das da. Dann bitte, bitte, bitte eine andere Frisur. Nein. Überhaupt nicht. Nein. Pony, es geht nicht. Das finde ich wirklich ganz schnucklig. Am liebsten habe ich natürlich die Frisur. Von daher, ich mache mal wieder die hier. Und dann das am Hals. Hals. Halskette, hier. Da machen wir jetzt mal diese Muschel, würde ich sagen. Das da weg. Das da weg. Oh, nice. Ja, machen wir es doch mal so. Schaut schneckig aus. So. Dann das Biest ohne Biss. Da müssen wir warten. Das heißt, wir können gerade aktuell nichts weitermachen, ne? Aber wir haben bei Belle noch eine Aufgabe. Die könnten wir uns mal schnappen. Die ist gerade im Haus. Und Vanellope würde ich auch gerne mal fertig machen. Hallo. Danke für deinen Besuch. Ja, sehr gerne. So, hey Admiral Knickerbocker, in meinem Haus geht etwas Seltsames vor sich. Erzähl mir mehr. Mit Vergnügen, denn ich brauche wirklich deine Hilfe. Alles okay, Vanellope? Ich weiß nicht, bei mir zu Hause ist es im Moment total verrückt. Ich glaube, es hat etwas mit der Erinnerungskarte zu tun, die du gefunden hast, nachdem du Sky in unserem Bosskampf besiegt hast. Könntest du es so vor Ort für mich überprüfen? Das heißt jetzt... Okay, Aufgabenziel unbekannt. Betritt Vanellopes Haus. Machen wir... Da hüpfe ich allerdings hin. Zumindest ein kleines Stück. Dann haben wir doch heute auch noch mal einiges geschafft. Einige verschiedene Sachen. So, okay. Sprichwort Vanellope, mache ich. Da bist du ja, prima. Ich brauche nur noch eine Sekunde, dann kann ich dir das seltsame Ding zeigen. Halt dir die Augen zu, okay? Was ist denn das? Eine seltsame magische Truhe ist ganz von selbst aufgetaucht. Aber sie ist verschlossen, wie abgefahren. Du hast sie dahin gebracht, stimmt's? Psst, ruiniere nicht die Spannung. Die Spannung meines Spiels, Spaßmission.
Ein Spiel klingt super, ich bin dabei. Genau, ich wusste, dass ich auf dich zählen kann. So geht's. Im Internet habe ich Spiele gefunden, die Leute ohne Joysticks oder Controller spielen. Es hat mir so viel Spaß gemacht, mit dir Bosskämpfe zu bestreiten, dass ich ein spezielles Spiel erstellt habe, um dir dafür zu danken, dass du so cool bist und mich in deinem Tal willkommen heißt. Du bist so lieb, Vanellope. Oh, ich bin nicht mehr Vanellope. Nenne mich die Geschichtenerzählerin. Unsere Geschichte beginnt in einem Königreich an einem weit entfernten Ort. Und damit meine ich nicht das Einkaufszentrum am Ende der Straße. In diesem Königreich gibt es ein böses Superhirn, das den ganzen Spaß für sich alleine haben will. Um den ganzen Spaß vor den Fängen des Superhirns zu retten, verschloss die Prinzessin ihn in einer Truhe. Sie versteckte die drei Schlüssel für die Truhe, gerade noch rechtzeitig, bevor sie entführt wurde. Jetzt sind alle im Königreich so gelangweilt, dass ihre Gehirne wie alter, zerkauter Kaugummi sind. Es gibt nur eine Person, die sie davor bewahren kann, sich für immer zu langweilen und die Prinzessin vor dem Superhirn zu retten. Trommelwirbel? Die Heldin. Jetzt brauchst du eine Hintergrundgeschichte. Was für eine Art Heldin willst du sein? Eine einfache Landwirtin? Eine technikbegeisterte, futuristische Heldin? Eine elegante Adlige? Nee, ich will eine technikbegeisterte, futuristische Heldin sein. Ein Visionär, toll, also gut, Heldin, du musst dich entsprechend kleiden. Zieh dir ein paar futuristische Klamotten an. Denk dran, wenn du nichts zum Anziehen hast, kannst du es im Laden von Herrn Duck bestellen. Wenn du alles angezogen hast, kehre zurück zu deiner Geschichtenerzählerin, der hochgeschätzten mir. Okay, wir sollen etwas Futuristisches anziehen, aber das werden wir dann schon finden. Aber erst im nächsten Part, würde ich sagen. Aufgabenziel unbekannt, verkleide dich als futuristischer Held, zieh dir ein futuristisches Kostüm an, bestelle ein futuristisches Kostüm im Laden, ist optional. Okay, das werden wir machen, aber wie gesagt, erst im nächsten Part, da freue ich mich schon drauf, ich hoffe ihr euch auch. Wenn es euch gefallen hat heute, lasst mir doch gerne ein Like da, lasst mir auch irgendwelche Kommentare da, würde mich freuen. Und ja, ein Abo nicht vergessen, dass ihr keine Uploads mehr verpasst. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, schönen Abend, schönes Wochenende oder was auch immer. Macht's gut. Ciao, ciao.